Hallo Freunde, herzlich willkommen bei CF-Kritik. Und ja, endlich gibt es mal wieder eine Verlosung. Und zwar zu einem tollen Event, zu einem tollen Geschehnis, denn zu einem tollen Ereignis. Denn wir haben jetzt auf diesem Kanal schon 400 Abonnenten, das heißt 420 schon, aber auf jeden Fall die 400-Abonnenten-Marke wurde geknackt vor einigen Tagen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Ihr ermöglicht das Ganze schon. Wir werden langsam aber sicher eine richtige Community auf diesem Kanal, die zusammen Filme kritisieren, die ihre Meinung reinschreiben. Das finde ich richtig toll und soll das auch weitergehen. Und heute gibt es eine Verlosung, passend zum heutigen Release-Date von Transformers 4, eben zwei Blu-rays zu diesem Film. Und ja, hier könnt ihr euch anschauen, vorne und hinten ist wie gesagt die normale Blu-ray. Die Blu-ray 3D-Review gibt es jetzt auch schon auf meinem Kanal. Und so guckt eben die normale Blu-ray aus, hatte ich ja bereits schon angekündigt auf meinem Video in der Blu-ray-Review. Und ja, beginnen wir. Wenn ihr eine der beiden Blu-rays zu Transformers 4 gewinnen wollt, schreibt ihr in die Kommentare, genauso wie bei der Godzilla-Verlosung bereits, schreibt ihr rein: Cedric, ich möchte Transformers 4 in diesem Fall gewinnen, weil. Setzt ein Komma und schreibt wirklich eure eigene Meinung. Schreibt einfach, warum ihr diesen Film haben wollt. Zum Beispiel, ja, ich fand die Trailer richtig cool, ich finde die Dinobots geil, deshalb möchte ich auch den Film haben. Oder ja, ich habe ihn schon dreimal im Kino gesehen, ich bin ein Fan und will natürlich auch noch auf Blu-ray haben und würde mich freuen, wenn ich gewinnen würde. Schreibt einfach eure eigene Meinung, da lasse ich wirklich alles werten. Aber das war's noch nicht. Ihr müsst außerdem Abonnent von CF-Kritik sein, dann und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und das Ganze war schon. Dann seid ihr automatisch mit dabei in dieser Verlosung, dann habt ihr teilgenommen. Ihr könnt außerdem auch bei meiner Instagram-Seite im Kommentar schreiben, ob ihr mitmachen wollt. Das lasse ich genauso gelten. Das werde ich auch hier überprüfen. Und ihr habt das Wichtigste. Ihr habt bis zum Sonntag um 19 Uhr Zeit und da, zu diesem Zeitpunkt, auf die Sekunde genau, werde ich den Kommentar abschicken, die beiden Kommentare und werde die beiden Gewinner anschreiben, hier genau in dieses Video oder auch bei Instagram. Und genau so läuft das. Und wenn ihr euch fragt, ja, woher soll ich genau wissen, wann eine Verlosung erscheinen wird? Erstens, ich habe in der Review zu Transformers das schon angekündigt, also könnt ihr euch ja denken, ja, sie müssen jetzt dann bald kommen. Und ich habe auf meinem Instagram-Account, der ist auch in der Infobeschreibung verlinkt, von jedem Video, von den neuen zumindest. Da, wenn ihr da auf den Account klickt, da werde ich euch immer, wenn eine Verlosung kommt, werde ich euch darüber informieren. Das heißt, heute Abend kommt eine Verlosung, natürlich nicht genau Uhrzeit, aber dann müsst ihr nur ab und zu mal reinschauen und das war es dann auch schon und dann halt möglichst schnell einen Kommentar schreiben. Und warum? Weil eine Blu-ray geht an den, der den ersten Kommentar an dieses Video setzt. Also wenn jetzt einer nach 5 Sekunden einen Kommentar schreibt und der andere erst nach 10 Minuten, kriegt natürlich logischerweise der, der den Kommentar nach 5 Sekunden geschrieben hat, die erste Blu-ray. Und die andere Blu-ray, die zweite, geht dann an einen Gewinner, den ich mir aussuche. Ich werde einfach per Zufallsverfahren einen Gewinner aussuchen und die beiden werde ich dann einfach anschreiben. Die schreiben mir dann an meine E-Mail-Adresse. Die ist in der Kanalseite, in der Kanalinfo verlinkt. Da steht sie dran, da klickt ihr drauf und könnt ihr mir direkt eine E-Mail schreiben. Und ja, das schickt ihr mir dann, schreibt ihr mir dann eure Adresse, wo ihr genau wohnt, Straße, Postleitzahl etc. Dann werde ich euch diesen Film zuschicken und innerhalb von 1, 2, 3 Tagen habt ihr den Film dann bei euch im Briefkasten und könnt ihn euch so oft anschauen, wie ihr wolltet. Das ist ziemlich einfach, oder? So war es auch schon bei Godzilla und hat da auch ziemlich gut geklappt und so hoffe ich, wird es dieses Mal auch wieder sein. Ansonsten natürlich wieder gern Fragen in die Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Ich werde es euch auf jeden Fall beantworten oder vielleicht helfen mir auch andere mit und antworten würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auf jeden Fall, ja, der Grund ist ja da, 400 Abonnenten. Dafür möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken, weil das finde ich wirklich sehr toll und ja, bin stolz drauf und hoffe, dass es auch so weitergeht, dass wir auch dann bald über die 500 Abonnenten uns freuen können und so weiter. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Schreibt fleißig Kommentare, macht schön mit und ja, am Sonntag werden die Gewinner bekannt gegeben. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.